Ich stelle euch heute ein Infrarot- und Funkauslöser-Blitzsystem-Set der Firma Kaiser vor. Vor mir liegt ein Sender und ein Empfänger. Dieses wird mitgeliefert mit folgenden Dingen, und zwar zwei Antennen, einem Deckel zum Verschließen für die Batterien des Empfängers, als einer Stativplatte. Und bei dem Sender gibt es dazu zwei Knopfbatterien und einen Deckel. Ich zeige euch nun, wie man die beiden betriebsfähig macht und was man danach eigentlich mit ihnen anstellt. So, los geht's mit dem Sender. Und zwar hat er hier eine Aussparung, in der die beiden Knopfbatterien reingehören. Die beiden haben eine Prägung. Die müssen nach oben zeigen, das ist ganz wichtig, sonst funktioniert der natürlich nicht. Die lege ich hier ein, übereinander und schließe das Ganze mit der Abdeckung. Dann befestige ich die Antenne darauf und schalte den Sender auf Awake. So. Das Ganze mache ich auch mit dem Empfänger. In diesem habe ich bereits drei kleine AA-Batterien eingelegt, die auch mitgeliefert werden, und schließe das Ganze mit dem passenden Deckel. So, befestige noch nicht die Antenne, denn zuerst werde ich nun die Stativplatte dran schrauben, beziehungsweise dran klemmen, schrauben. Ist nicht so ganz passend, weil hier gibt es zwei kleine Schienen an diesem Empfänger, als auch an der Stativplatte selber. Und diese kleinen Schienen der Platte müssen in die beiden Schienen des Empfängers einrasten. Ich zeige das einmal. Ich habe das jetzt so lose draufgelegt und drücke nun von oben diese Platte runter. Es macht kurz Klick und schon ist sie eingerastet. Das Wichtige an dieser Platte ist, dass sie eben ein Gewinde hat, als auch vier kleine Magneten, damit sie zum Beispiel bei einem Studioblitz befestigt werden kann. So, nun kommt die Antenne. Und schalte das Gerät nun seitlich an. Es gibt einen An- und Ausknopf. Schalte ich an und kann nun diese Antenne nach oben klappen. So, gucken, wo die Vorrichtung ist zum Klappen. Und das Ganze geht dann um 360 Grad, wenn ich möchte. Ich habe jetzt schon ein Stativ mit einem Systemblitz und dem Empfänger vorbereitet, damit Sie sehen, wie das Ganze live aussehen könnte. So, und eine Kamera. Mit dieser Kamera und einem Sender natürlich kann ich diesen Systemblitz auslösen. Ich schraube nun den Sender auf den Blitzschuh drauf. Diesen zweiten Sender, Empfänger mache ich wieder aus und brauche ich jetzt nicht mehr, weil ich habe ja hier schon an meinem Systemblitz einen Empfänger. Anscheinend habe ich nicht alles eingestellt. Ich schaue noch einmal. Ist ganz wichtig, dass alles an ist natürlich. Awake bei dem Sender. M für den Empfänger. Man sieht es natürlich nicht ganz so gut hier in der Kamera, aber Sie werden zu Hause feststellen, Sie haben hier drei Knöpfe zum Drücken des Empfängers. Einmal in der Mitte ein M und links und rechts Pfeile. Um den Sender zu, den Empfänger zu aktivieren, drücken Sie das M und schauen nochmal auf Ihren Systemblitz, ob er manuell eingestellt ist. Jawohl, manchmal braucht es auch zwei, drei Anläufe. Ich hoffe, Sie verzeihen mir. Genau,
Das kann man einmal mit einem Systemblitz machen, den Empfänger. Und nun zeige ich Ihnen die zweite Variante, mit einem Studioblitz. Dafür wird eine Platte mitgeliefert aus Metall. Diese hat eine Klebevorrichtung auf der anderen Seite, damit ich den Empfänger auf den Studioblitz andrehen kann. So, das tue ich nun. Stelle diesen natürlich nochmal an. Jawohl. Und simuliere jetzt, als würde es funktionieren. Wichtig ist noch, dass für diesen Studioblitz ein Kabel als auch ein Klinkenstecker mitgeliefert wird, falls dies benötigt wird. Des Weiteren ist im Lieferumfang noch ein Ladekabel, das ich an den Empfänger anschließen kann, wenn ich keine Batterien benutzen möchte. Als letztes ist im Lieferumfang noch ein PC-Kabel, den ich an bestimmten Kameras benutzen kann, wenn ich zum Beispiel den Sender nicht direkt auf den Blitzschuh adaptieren möchte, sondern nebendran vielleicht in einer Blitzschiene bauen möchte und dann mit Hilfe des PC-Kabels eben diese Sender mit der Kamera verbinden kann. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass dieses Set des Senders und Empfängers eben aus Infrarot und Funk besteht und natürlich aus mehreren Kanälen, nämlich insgesamt 16, sodass, wenn Sie mehrere Sets benutzen sollten, diese sich nicht in die Quere kommen.